Heute ist es wieder soweit. Schädlingseinsatz im Botanischen Garten. Wir machen heute Monitoring in den Gewächshäusern. Schauen Sie bitte im Gewächshaus 19 nach Schädlingen und Nützlingen. Sie bitte im Gewächshaus 16 und Sie im Gewächshaus 15. Na dann, viel Spaß. Alle paar Wochen suchen die Lehrlinge im Botanischen Garten in Leipzig nach Schädlingen. Ein paar dürfen sich hier tummeln. Aber wenn es zu viele werden, geht es ihnen an den Kragen. Nicht mit Chemie, sondern mit Nützlingen. Fast jeder Schädling hat dabei einen ganz speziellen Nützling, der ihn frisst oder parasitiert. Die Junggärtner müssen viel lernen. Hier sehen Sie parasitierte Schildläuse. Die hellen sind befallene Stadien, die von einer Schlupfwespe angestochen wurden. Die Schlupfwespe legt ihr Ei dort rein. Und anhand des runden Lochs erkennen Sie, dass da auch zum Teil schon welche geschlüpft sind. Die Lehrlinge entdecken die unterschiedlichsten Tiere. Schädlinge wie Blattläuse, Tripse, Wollläuse oder auch Spinnmilben tummeln sich auf den Pflanzen. Es sind aber auch Nützlinge unterwegs, wie der australische Marienkäfer. Er hat sich zur Freude der Gärtner mittlerweile in den Gewächshäusern angesiedelt. Seine Larve frisst Wollläuse und sieht fast selbst wie eine aus. Viele Nützlinge müssen aber immer wieder neu gekauft werden, erklärt Stefan Lütjens. Als erstes bringen wir die Phytosaeolus persimilis aus, eine Raubmilbe gegen die rote Spinne oder Spinnmilbe. Ich lege jetzt einfach nur die Bohnenblätter, die mit der Phytosaeolus, also der Raubmilbe, befallen sind, hier drauf und hoffe, dass die Raubmilbe sich dann auf der Pflanze ausbreitet und sie uns von Spinnmilben befreit. Einige Nützlinge sind so effektiv, dass sie etwa im Gemüsebau die Chemie schon verdrängt haben. Die Schlupfwespe Encarsia beispielsweise hilft sehr gut gegen die weiße Fliege. Sie wird in kleinen Pappanhängern geliefert, die einfach in den Bestand gehängt werden. Auf der Pappe kleben parasitierte weiße Fliegen, aus denen schlüpfen nach ein paar Tagen die Nützlinge, die sich dann sofort auf die Suche nach neuen weißen Fliegen machen. Die letzte Station, das Dach des großen Tropenhauses. Hier oben gefällt es besonders Blattläusen. Also hier haben wir schon einigermaßen Befall, auch einige Ameisen. Gegen die Blattläuse hat Stefan Lütjens noch eine Wunderwaffe, die winzigen, aber sehr gefräßigen Flurfliegenlarven. Übrigens beißen auch Menschen. Hier oben müssen die Larven mit einem Pinsel auf die Blätter gesetzt werden, damit sie nicht hinunterpurzeln. Der Aufwand lohnt sich. Eine einzige Larve kann bis zu 100 Blattläuse pro Tag fressen. In 2 Wochen wird hier oben keine Laus mehr am Leben sein. Für die Lehrlinge geht der Schädlingseinsatz heute zu Ende. Für die Nützlinge aber fängt die Arbeit jetzt richtig an.